Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Jona sprach zu Gott: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Hier spricht Rüdiger Schellhaas-Eberle aus Laumersheim. Hallo und guten Tag. Tina ist stinksauer auf ihren Bruder Tim. Der hatte ihr mal wieder übel mitgespielt, hatte sie reingelegt und sich dann noch über sie lustig gemacht. Und das war nicht das erste Mal. Aber Tina ist auch ganz schön sauer auf ihre Mutter. Die hatte die Geschichte mitgekriegt. Sie setzte sich mit den beiden an den Küchentisch und ließ Tina das Ganze nochmal erzählen. Tim konnte nicht widersprechen, es war so, wie Tina es sagte. Die Mutter redete Tim ins Gewissen und der sah seinen Fehler ein. Er versprach in Zukunft, anders mit seiner Schwester umzugehen und entschuldigte sich bei ihr. Am Ende sagte die Mutter, dass damit die Sache nun aus der Welt sei. Und genau deshalb ist Tina so sauer. Denn der Tim hätte doch eine saftige Strafe verdient gehabt, so einen richtigen Denkzettel. Und was macht die Mutter? Lässt den einfach so davonkommen. Tina geht wütend in ihr Zimmer und schmollt. Etwas später kommt die Mutter zu ihr. Sie erzählt ihr die Geschichte vom Propheten Jona. Richtig, der mit dem Walfisch. In Kurzfassung geht die Geschichte so. Jona soll im Auftrag Gottes den Menschen in der Großstadt Ninive die Leviten lesen, weil sie so viel Böses tun und ihnen die Strafe Gottes ankündigen. Viel zu gefährlich, denkt Jona und will sich auf einem Schiff aus dem Staub machen. Das Schiff gerät in einen Sturm. Jona wird über Bord geworfen, weil er selbst sagt, er sei mit seiner Flucht schuld an dem Sturm. Ein Fisch verschluckt den Propheten und spuckt ihn lebendig nach 3 Tagen wieder an Land aus. Nun geht Jona tatsächlich nach Ninive und verkündet den Menschen das Strafgericht Gottes. Die bereuen aber ihre Taten und beten zu Gott um Vergebung. Und Gott verschont die Stadt. Jona allerdings hatte sich schon insgeheim darauf gefreut, dabei zuzusehen, wie die Stadt vernichtet wird. Und jetzt ist er sauer, stinksauer auf Gott, weil der so barmherzig ist. Das kann er nicht verstehen. Ob der Tina diese Geschichte von Jona geholfen hat, aus ihrem Schmollwinkel wieder herauszukommen? Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass mir beim nächsten Mal, wenn es mir so geht wie ihr, diese Geschichte von Jona einfällt und mir hilft. Denn ich denke manchmal im Stillen auch, wenn mich jemand geärgert hat, der hätte doch jetzt mal einen Denkzettel verdient und kann nicht verstehen, warum das nicht passiert. Wie geht es Ihnen da in solchen Situationen? Könnten wir uns nicht einfach freuen, dass Gott mit seinen Menschen barmherzig ist, mit den anderen und vor allem mit uns selbst? Denn wir brauchen das doch mindestens genauso wie die, vielleicht sogar noch mehr. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass du immer wieder barmherzig bist mit mir und ich die Denkzettel nicht bekomme, die ich verdient hätte. Daran will ich denken, wenn ich mal wieder anderen so einen Denkzettel wünsche. Gut, dass du mit uns allen barmherzig bist. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.